So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu, was heißt zurück? Herzlich willkommen zu The Karaoke, ein neues Horrorspiel von Chillers Art. Und es ist vor 2 Tagen rausgekommen. Heute ist der 6.2. und ich habe gedacht, wir spielen das heute mal on-stream. Und ja, wir haben ja schon ein paar Spiele von der Sorte gespielt gehabt und ich würde sagen, neues Spiel. Ich habe es gerade schon ein bisschen leiser gemacht, das Spiel. Ich müsste es vielleicht gleich lauter machen. Gucken wir einfach mal. Und jetzt geht's einfach mal los. Loading. これは私が高校生だった時の話です。バスケ部に所属していた私はいつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。その日は自主練が終わったら2人でカラオケに行くことになっていました。Okay, und somit wären wir in the game. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so lasse mit dem Februar-Support-Ziel. Vielleicht packe ich das gleich weg. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle schnell gelesen. Also wir sind, das ist eine Geschichte aus ihrer Oberschulzeit. Und wir sind mit unserer Freundin etwas länger geblieben, um etwas zu trainieren. Und ja, oh Gott, die Maus, denn sie ist sehr schnell. Das ist unsere Freundin, ich hoffe, die Lautstärke ist bis jetzt ganz angenehm. Gott, Equipment rum. Ich muss mal eben ganz kurz. Kann ich hier Option? Mausempfindlichkeit. Ist ein bisschen runter, Mann. Helligkeit, Lautstärke. Helligkeit vielleicht ein bisschen höher. Sieht immer so dunkel aus auf OBS. Zack. Anwenden. Ja. Das sieht doch gut aus. Okay. Weiter. Ich habe noch nicht so viele Spiele von Schillers Art gespielt, aber ein paar wären da schon, glaube ich, die wir da gezockt haben. Hallo? Was mache ich hier? Ich muss wahrscheinlich E drücken, aber ich gucke mich mal eben ganz kurz hier vorher um. Also, dass unsere Freundin da schon so gruselig steht, ist schon sehr ekelhaft. Master, was? Ja, die japanische Sprechweise halt, ne? Okay. Hier sind ein paar Notausgangstüren. Die sollten wir uns vielleicht merken. Vielleicht auch nicht. Hallo? Hallo? Lass uns Freiwürfe üben. Wie spricht man den Namen aus? Moke? Moka? Moka? Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Ja, okay, alles klar. Übe Freiwürfe. Gott, ich bin im Basketball so schlecht, ne? Also, kann hier gerade gar nichts machen. Oh, ach so, okay. Okay, ich war irgendwie gerade noch davon. Alles klar. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wie werfe ich da. Okay, das ist. Okay, ich muss mir immer neu. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich treffen werde, Leute. Bisschen höher. Oh Gott, ich treffe ja gar nicht. Ja, fast, fast. Man muss wirklich sehr hoch zielen. Vielleicht sollte ich ein bisschen mich näher hinstellen. Ich weiß noch nicht, ob ein gewissen Maß zählt. Ich getroffen oder ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Ich glaube, sie sagt nur, dass ich sehr nah dran war oder sowas. Oh Gott, ich bin so schlecht im Basketball, ne? Sogar im Computerspiel bin ich schlechter drin. Aber ich meine, gut, sie wirft halt komplett daneben, aber sie steht ja auch in einem anderen Winkel. Oh Gott! Ich hoffe, ich krieg das hier hin, ne? Zack. Hab mich einmal getroffen. Wir sollten für heute Schluss machen. Alter, hey ihr zwei. Was ist denn mit ihm? Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Zeit, nach Hause zu gehen. Oh. Ich mach sauber. Geh du schon mal vor. Oh. Wir sollten unsere Freunde vielleicht da nicht alleine lassen. Chapter saved. Okay. Ah. Oh. Ein kleiner Chinchilla.
Ich liebe diesen japanischen Style, ne? Ich lieb's einfach. Okay, warte, warte, warte. Der Nacken von der. Was? Hab früher mal Basketball im Verein gespielt, wo andere Fußball gespielt haben. Geiler Sport, vielleicht drückst du halt. Ja, das habe ich gar nicht ausprobiert. Keine Ahnung, was ist mit ihm? Warum kommt er da so reingescheppert? Ja, hier müssen wir in Japan unsere Schuhchen abgeben. Also eigentlich machen wir das hier. So, ausziehen. Neue Schuhe anziehen und dann da reintun. Und ja, boah, ich mag dieses Japanische halt, ne? Oh, was haben wir hier? Ein paar CDs. Okay. German Life? Strong Road? Was? Das sind bestimmt ein paar Supporter, oder? Das stelle ich mir so vor gerade. Safe. Geil. Wieder Sammelobjekte und Supporter. Ja, genau, richtig. Ach, schön, dass du dich da auch dran erinnerst noch, Tim. Stimmt, du warst, glaube ich, damals dabei, ne? Okay, kommen wir nicht rein. Also, entweder wir sind noch in der Schule. Ich denke, wir sind noch in der Schule, oder? Es ist sehr still hier gerade. Okay. Schuhe ausziehen. Unsere Basketballschuhe. Feuchttücher benutzen. Bisschen fresh wollen wir auch unterwegs sein. Deodorant benutzen. Natürlich. Ganz, ganz wichtig. Und umziehen. Und dann geht's gleich ab nach Hause. Tasche nehmen. Zieh da auch einen kleinen Chinchilla dran. Ich glaube, da ist ein kleiner Chinchilla dran. Wie süß. Das auch als Merch haben. Okay. Ich werde doch bestimmt gleich wieder erschreckt, ne? Immer wenn man damit nicht rechnet. Hallo? Ich schwöre, ich. Schuhe nehmen. Es ist so still. Jetzt gehen wir wohl nach. Geh zu deinem Fahrrad. Jetzt gehen wir wohl nach Hause. Ich weiß ja nicht, wo unser Fahrrad steht, aber das werden wir eventuell gut finden. Och, ist das schön, ey. Also, wer die japanischen Schulen so ein bisschen kennt, ne? Och, das ist so toll. Ich weiß nicht, wieso. Okay, hier ist ein Auto. Ein kleines Auto, bestimmt vom Hausmeister oder vom Trainer. Warum sind wir denn auch nur so lange trainieren gewesen? Jetzt haben wir unsere Freundin da wirklich alleine mit dem Trainer gelassen. Eine Telefonzelle. Hier sind doch bestimmt irgendwo mein Fahrrad, oder? Da hinten ist es doch schon. Ich sehe es. Okay, das war gerade irgendwie eine komische Spiegelung. Es sah irgendwie aus, als ob da jemand liegen würde. Ich gucke mich hier trotzdem mal ein bisschen um. Damit wir wissen, was uns hier erwartet. Okay, hier können wir theoretisch auch raus. Hier sind ein paar. Okay, wir können noch ein bisschen rennen. Achso, das ist unser Fahrrad, alles klar. Ich habe kurz gedacht, wir können die Tür da aufmachen. Aber sonst ist hier nichts. Okay, schade. Ich habe gehört, ich kann jetzt darüber laufen. Hier ist aber auch sonst nichts. Vielleicht liegt hier auch noch was. Aber sieht gerade nicht so aus. Schon Supporter. Kennen die Games auch von Gronkh? Der hat sowas ja auch gespielt. Ja, genau. Die werden das bestimmt noch alle spielen auch. So. Okay. So diese Atmosphäre, ne? Die, ich weiß nicht, die killt mich hier jedes Mal. Wir kommen hier hoch. Leider nicht. Okay, also das ist ein interessantes Schulgebäude. Ich finde das total süß mit diesen Fahrradüberdachungsgedönsen da. Irgendwie total cool. Sollte es in Deutschland auch mehr geben. Gab es in meiner Schule sowas? Ich muss gerade echt überlegen. Ich glaube nicht. Noch ein paar Supporter haben wir hier. Okay. Cool. ¥1000 für eine CD wahrscheinlich? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ¥1000 habe ich wirklich hier noch bei mir im Zimmer rumliegen. Die hätte ich tatsächlich. Ich habe ja noch altes japanisches Geld von damals. Habe ich ja noch ein bisschen übrig. Okay, Leute. Also hier sind wir rausgekommen. Wir gucken uns nochmal da hinten um.
Nicht, dass hier irgendjemand steht in der Ecke. Boah, dieses eine Game, ne, was mich jetzt hier gerade voll danach erinnert. Es gibt mir gerade echt eklige Vibes. Ist so ein bisschen nebelig ab und zu, ne? Dieses eine Schillers Art Game mit diesem Kaffee. Das war so eklig, ne? Kennt ihr das? Das war so eklig. Okay, wir gehen zu unserem Fahrrad. Wir können nichts anderes machen. Wir haben alles ausprobiert. Wenigstens haben wir noch ein paar Supportkarten gefunden. Aber wir gehen mal weiter. Bei uns waren auch, die auch überdacht. Echt? Was habt ihr für eine Luxusschule gehabt? 7 Euro also, circa. Ich glaube, wir hatten keine Fahrradüberdauung. Ich glaube auch nicht. Okay, sind zwei Fahrräder. Wahrscheinlich die von meiner Freundin noch. Die natürlich auch ein Schillers Art Gedönse. Und wir fahren mit dem blauen Fahrrad nach Hause. Loading. Ich glaube, jetzt wird noch nicht so viel passieren. Jetzt ist es schon sehr dunkel und laut. Ihr müsst sagen auf jeden Fall, dass es mit der Lautstärke passt. Oh Gott, ich kann hier selber... Ui. Ich kann hier selber steuern. Die Spiele werden auch immer komplexer, oder? Es ist sehr laut gerade, das Spiel. Geht das so? Ulis. Und es ist gut, dass das auf der Straße liegt. Karaoke. Muss ich jetzt hier langfahren? Oh Gott. Ja, alles klar. In so einer dunklen Gasse ist es sehr schön zu fahren. Ton ist top. Okay, dann mache ich es nur ein bisschen leiser bei meinem Öhrchen. Clown in Autosound ist bei mir in Ordnung. Perfekt. Ist gerade sehr laut, deswegen. Oh, wartet mal. Können wir hier absteigen eigentlich? Ich kann klingeln. Yay. Hier, keine Ahnung, aber ich glaube, absteigen können wir nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen. Ich fahre einfach mal gerade aus von jemandem. Fast überfahren worden. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr mitbekommen habt. Ich hatte gerade einen kleinen Internetausfall. Man kennt es natürlich wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber hinter mir hat das Auto da einfach angehalten, mehr oder weniger. Es ist ein bisschen creepy und hier klingelt irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist, glaube ich, Karaoke. Junge. Oh. Alter. Warum ist der Hund so laut? Aua. Meine Ohren. Wo muss ich denn jetzt hier rein? Junge, was ist denn das für ein Karaoke-Weg? Haben wir überhaupt noch richtig hier? Was ist das denn für ein Weg? Was ist das zum Teufel? Ja, und überall ist Karaoke ausgeschüttet, ist klar, ey. Ist doch nicht normal. Wer will denn hier fahren? Der Hund war so maximal laut gerade. Gerade mit meinem Fahrrad. Unser Handy hat gebimmelt. Unsere Freundin, hallo? Hallo? Achso. Sorry? Der Trainer hat mich aufgehalten. Geh du schon mal vor und ich sing schön. Okay, aber alles klar bei dir? Alles in Ordnung. Hört sich sehr vertrauenswürdig an. Ich komme später nach. Gott, die Arme, ey. Eigentlich müssten wir wieder zurückfahren, bin ich ehrlich. Soll ich denn jetzt hier alleine singen? Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. War nicht hier, ne? Hier ist schon wieder so ein komisches Auto. Okay. Okay. Wirklich eklig, ey, keine Ahnung. Mit welchem Mikrofon wurde der Hund denn bitte aufgenommen? Ja. Da war es runter. Alles klar. Hallo?
Sie haben Ihre Scheinwerfer noch an, guter Mann. Vielleicht grinst er mich von innen böse an. Kann ich noch irgendwo hinlaufen? Nee. Okay. Hier sind 5 Autos auf dem Parkplatz. Ist ja sehr besucht. Abends müsste es eigentlich voller sein als sonst. Hier ist ein Roller noch. Also 6 plus unser Fahrrad. Und natürlich die guten Supporter-CDs. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Looking at you. Ich finde die Logos immer total cool. Geil. So, sollen wir uns noch was Leckeres zu trinken kaufen? Was möchtet ihr denn haben? Also eine gute PPC? Oder ich weiß gar nicht, was das hier ist. Rich and Clear Taste. Char, keine Ahnung. Das könnten so Milchgetränke sein. Das könnten Matcha-Getränke sein, eventuell. Ich habe gerade irgendwie einen Haarmund. Einen Moment. Muss das mal eben rauscatchen. Ich glaube, jetzt ist es weg. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie Kaffee. Genau, steht auch drauf. White Nano D. Sieht aus auch wie so ein Milchgetränk. Und das sieht alles aus wie Kaffee. Ja. Ich habe immer so ein... ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah. Ich glaube, das sah aus wie so wie diese 7 Up. So sah das Getränk aus. Das hat irgendwie so, wie so eine süße Mischung wie Uludag geschmeckt. Das war total lecker, aber ich glaube, da habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. Also das habe ich immer total gerne in Japan getrunken. Hier ist nichts. Das sind sehr hell erleuchtete Türen. Dann gehen wir da mal rein. Karaoke Bar betreten, natürlich. Irgendwann ist auch mal... Kann ja noch werden, stimmt. Hallo? Ist schon still hier, ey. Hallo? Karaoke-Mitarbeiterin. Entschuldigen Sie? Hallo? Ja? Einmal bitte 2 Personen für 2 Stunden. Alles klar. Bitte geh in Raum 12. Bedient euch auch gerne an der Getränkebar. Alles klar, bezahlen müssen wir scheinbar erst später. Oh, wie süß. Ein paar Supporter-Lies. Oh, Eisbällchen. Mike Meyer, okay. Sieht irgendwie aus wie Pokémon oder Zelda. Ich glaube, es sieht mehr aus nach Zelda. Ui. Chillers Coffee, den nehme ich gerne. Und einen leckeren Käsekuchen mit Soße. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und auch jedes andere beliebiges gern. Hallo? Junger Mann, Sie blockieren hier den Weg. Was stehen Sie denn hier? Warum kippen Sie sich das Glas in den Hals rein? Warum machen Sie denn sowas? Komisch ist immer, bei Luisas Internet weg und ich konnte trotzdem noch sagen, ja, ich weiß auch nicht, warum mein Internet da mal rumbackt. Ich weiß nicht. Hallo? Ist ganz schön dunkel hier, ey. Ja, ey. Sind die Karaoke-Dinger? Die Maus sind sie nochmal sehr schnell. Nein? Bleiben Sie weg? Was? Ich kann dich nicht hören. Hallo? Kannst du mich hören? Nicht! Ja, ich würde sagen, wir singen trotzdem schon mal vor, ne? Kein Problem. Oh, ich muss niesen, Leute, ey. Boah, furchtbar. Mitarbeiterraum ist abgeschlossen. Wir können natürlich alle direkt gut singen. Ja, sicher kann ich so gut singen. Okay, was machen wir denn jetzt?
Das ist Tim, das höre ich sofort raus. Das ist Tim seine Stimme. Er singt ja wieder irgendein Anime-Intro. Ja, wird schon nix sein, ne? Alles gut bei der. Was machen wir denn jetzt, Leute? Können wir ihn einfach wieder raus? Ne, können wir nicht. Ja, gut. Wenn wir auch nicht wieder raus können, dann wird das schon alles so seinen Sinn haben. Dann singen wir einfach mal, ne? Passt schon, wir sind eine gute Freundin. Oh Gott, ey, geil. So, dann gibt es hier noch natürlich Benimmregeln und natürlich, dass das alles aufgeräumt werden soll. Und hier kann man dann anrufen und verlängern und Getränke bestellen, dies und das mit Ananas und ja, geil. Das war ein Easter Egg von mir, ich wusste es. Dann zeig mal deine Singstimme. Alles klar, Leute, passt auf. Jetzt geht's richtig ab. Unsere Freundin hat uns angerufen, aber wir scheren uns direkt darum. So. Können wir wahrscheinlich auch anfangen, ein Lied auszuwählen, mit dem Singen anfangen. Ja. Jetzt singen wir schon mal alleine, ne? Kein Problem. Ah, wir können sogar ein Lied auswählen, oder was? Lautstärke? Uiuiui. Ich weiß zwar nicht, wie laut das sein wird. Note Timing? Was? Hä? Oh Gott. Was? Ripfruit. Nee, also nee. Jetzt kann ich ein Lied auswählen, wie geil. Easy Mode. Aha. Warte mal, was ist das da oben? Das kann man nicht anklicken. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. ASD. Ist das Tastatur oder was? Keine Ahnung. Let's walk. Ich kriege fetten Strike rein wahrscheinlich. Ich aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung, das werden wir sehen. Also mitsingen werde ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, To the Future fand ich am besten bis jetzt, oder? Komm, wir singen jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss. Wow. Karaoke Minispiel-Tutorial. Press R, F, V? Warum ist das so eine dumme Kombo? R, F, V. RFV, um die von rechts kommenden Noten zu treffen. Okay, Timing oder Noten und Schwierigkeit kannst du am Tablet unten links anpassen. Oh Gott. Oh, jetzt doch. Ich hab voll gemisst jetzt, Alter. Hä? Oh Gott, keine Ahnung. Oh Gott. Ach, keine Ahnung, ey. Ich kann ja auch nicht pausieren. Oh, ich bin richtig gut da drin, ey. Junge, ich kann jetzt auch nicht mehr lauter machen. Scheiße. Süß. Ach komm, ey, ich bin doch die Scheiße da drin. Oh, das war so laut gerade, ey. Ich hab's schon so leise gemacht. Boah, mir sind gerade richtig die Ohren weggeflogen, Leute, euch auch. War das laut, ey. Also lautstarkes Top-Bus ja ballern, Junge. Als ob das so okay von euch war. Mir sind echt gerade die Ohren weggeflogen.
Okay, gut. Ja, ich habe, Alter, ich habe 7 gemisst, 2 gut und 21 great. Ja, ich muss sehr kurz raustappen, um das leider zu machen. So langsam kriege ich Durst. Okay. Ich sollte mal bei der Getränkebar vorbeischauen. Das war so laut, ne? Ich schwöre, das war so laut. Hol dir etwas zu trinken? Ja. Würde ich gerne. Komme ich ja auch nochmal raus? Hallo? Einmal so, verlassen. Weil das hat was richtig geballert. Muss ja selber. Ja, das ist ja wirklich voll der Gammelad. Ich kann nicht mal anrufen. Ja gut, die hätten ja auch vorne alles stehen. Passt schon. Moin. Ey! Passt doch auf! Immer die mit ihren Handys hier überall. Furchtbar. Okay, was nehmen wir denn hier? Kann ich das jetzt auswählen? Oh, Becher mit Eis. Geil. Muss ich jetzt noch irgendwie raufklappen oder hat der jetzt? Okay. Melon. Oh, ich würde Melon nehmen. Ui, das sieht sehr gut aus. Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Why are you staying here in the Dings? Mir fällt gerade auf, das Spiel ist ja gar nicht auf Englisch, ne? Auf Deutsch. Ist ja so eine gruselige Mucke jetzt. Warum stand der da? Die speziell Pokémon Go, die Alter, du bist eine sehr kleine Person. In Japan sind die alle klein, das passt schon. Ich hätte mir wohl schon was geholt. Hä? Wie? Wie, ich hatte mir schon was geholt. Nein. Okay. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Okay. Alles klaro. Jetzt können wir das nochmal machen. Ich hoffe, das ist nicht wieder so laut, ey. Okay, Easy Mode. Mache ich nochmal rein. Ich fand das wirklich schwer gerade. Kann hier gerade. Aber. Oh, okay. Becher mit Getränk. Das hätte ich jetzt nicht getrunken. Das ist wahrscheinlich vergiftet. Aber gut. So, Note Timing. Ich weiß zwar nicht, was das hier heißt. Aber Easy Mode und ASD machen wir nochmal rein. Und dann machen wir mal das hier. Ich hoffe, es ist nicht wieder so laut. Bitte nicht. Kommt da jemand nicht die Tür gerade rein? Warum gafft der da so rot durch? Warum ist da so eine süße Katze? Okay, jetzt ist es nicht mehr so laut. Komisch, oder? Als ob der es vorhin nicht angenommen hätte. Unangenehm. Ich kann hier so nicht arbeiten. Man kann halt wirklich noch mitsingen, so, ne? Das muss der Chat für mich übernehmen. Soll ich gleich mal den Easy Mode rausmachen? Mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich zack, 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 zack. Süß.
Süße Katze, die Katze jagt. Ja klar, ich musste die Taste drücken, das ist ja schon schwer für mich. Aber habt ihr das gesehen die ganze Zeit, den einen Typen, der da die ganze Zeit rumläuft? Es wird, Leute, einen haben wir nur gemisst, das kam mir aber ein bisschen mehr vor, bin ich ehrlich. Moika sollte bald da sein. Ich hoffe, Moika? Moika? Ich sag's einfach mal. Am besten besorge ich uns schon mal was zu essen. Ich rufe bei der TK an und bestell was. Ja, die wird bestimmt noch kommen, ne? Nachdem sie gesagt hat, nein, nein, hören Sie auf, mich anzufassen oder irgendwie sowas hat ihr gesagt. Telefon benutzen. Die geht eh nicht dran. Oh, die geht Hi. dran. Was? Ja. Ich möchte was bestellen. Okay. Was darf es denn sein? Pizza bitte, Brathähnchen bitte, Takayaki? Takoyaki? Ich kann heute nicht lesen. Takoyaki. Alles klar. Sollte etwa 2 bis 3 Minuten dauern. Du bist das Mädchen im Raum 12, richtig? Eine Uniform, Oberschülerin, nicht wahr? Ja. Okay. Ich will hier raus. Weiter singen? Okay, das wird heute eine Gesangsstunde des Todes, Leute. Alles klar, machen wir Easy Mode mal raus und Rip Fruit. Rein da. Brathähnchen noch mal nur. In Japan wird auch nur Japanisches gegessen, du. War schlecht. Ah, ich komme hier durcheinander mit den Tasten. Nein! Oh Gott, oh Gott! Ich habe verloren. Da steht schon wieder jemand. Oh Gott! Alter, ich hab gehört, der spricht mir jetzt ins Gesicht. Okay, ich glaube, ich muss das doch auf anders einstellen. Alter. Okay. Also Easy Mode war wirklich easy und das war wirklich sehr schwer jetzt. Mach doch zu Ende. Ja, wollte ich auch. Ich muss das doch vielleicht mit EFV machen. Das ist, glaube ich, besser von der Rangordnung her. Ja, ich habe 96 gemisst. Das Essen sollte eigentlich schon fertig sein. Ich frage mal nach. Bin ich aber eine penetrante Kundin, Alter. Was ist eigentlich mit dem Kerl, der einfach reingekommen ist? Was ist denn? Was fällt ihm ein? Der hat schon vorher die ganze Zeit hier reingelunzt. Jetzt geht sie nicht mehr dran. Und jetzt gehen wir nachgucken. Jetzt beginnt der eigentliche Horror. Sie geht nicht ran. Ich frage sie persönlich. Schau nach dem bestellten Essen. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß ja nicht. Hallo? Das war übrigens der Kerl, der hier vorhin hin so rumstand, ne? Jetzt sehe gar keine mehr. Ich fühle mich hier richtig alleine gerade. Sie ist nicht hier. Vielleicht ist sie im Mitarbeiterraum. Wir gehen einfach. Entschuldigen Sie. Niemand antwortet. Ich gehe rein. Ja, moin! Hallo.
looking at you. Nee, du lookst nicht at me. Du darfst hier nicht einfach rein. Wir haben nur Mitarbeiterzutritt. Kannst du nicht lesen? Was? Meine Bestellung ist nicht angekommen. Das Essen. Das sollte in deinem Raum sein. Was? Hast du sonst noch was zu sagen? Tut mir echt leid. Das Essen ist vergiftet, das Trinken ist vergiftet, es ist alles vergiftet. Es ist alles vergiftet! Ich werde wahnsinnig! Sonst kann man hier überhaupt nichts machen. Ui, ganz viele Teller. Okay, die haben sehr viel Auswahl an Kochen und so, wenn man hier was zu essen möchte. Gibt es einfach nur zwei Herdplatten. Für 33 Räume. Gammelküche, ja wirklich. Hallo? Was war das denn? Junge, der finde das toll, da in meinem Zimmer reinzugehen. Den müssen wir, glaube ich, mal auf die Fresse hauen. Was ist denn mit ihm? Was für ein Affe, ey. Ich finde das auch unfair, dass wir hier rausgucken können. Ja, ich habe das gesehen. Aber und er hier einfach reingucken kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Wir konnten bei den anderen Räumen nichts sehen, wo wir im Flur waren. Also entweder ist es dieses Verspiegelungsglas, dass die von innen rausgucken können, aber andersrum nicht. Mach ihn weg. Knack ihn auf wie einen Hirsch. Was? Was ist denn mit ihm, Alter? Pommes? Ich habe was anderes bestellt. War der Mann ein Angestellter? Ja, klar. Wo dann erstmal ein paar vergiftete Pommes snacken, war? Oh Gott, jetzt muss ich hier wieder mit dem Singen anfangen. Ey. Ich raste aus. Oh, lecker, vergiftete Pommes. Lecker. Wie geht? Das ist... Da ist was in den Pommes. Was ist das? Eine E-Mail-Adresse in den Pommes? Okay. Ekelhaft. Hä? Schreib mir. Ich will nicht mit dem Schreiben. Die ganzen Songs sind weg. Hä? Warum hocke ich hier eigentlich so doof auf dem Boden? Und singen wir nochmal das gleiche Lied. Kein Problem. RFV, Alter. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Ich bin so schlecht da drin. Das geht mit Tastatur nicht. Alter! Wo bin ich hier gelandet? Ripped fruit bedeutet fully grown and ready to eat. Moeka? Hallo, Moeka! Du bist spät dran, ich bin schon da und am Singen. Mira. Ich komme nicht zum Karaoke. Was ist los? Hey, hallo? Ich will mich gerade nicht umdrehen. Hallo? Mach doch mal den Fernseher aus, der ist irgendwie kaputt von einer Seite.
esse ich noch mal ein paar Pommes, ey. Oh, was ist das denn hier? Was ist los? Ein Stromausfall? Psychospiele hier, ey. Was? Das ist das Moikas Handy. Was hat es hier zu suchen? Mama. Lass mich hier rein. Okay, sehr gut. Hallo, ich will hier raus. Leute, ich glaube, die haben schon Feierabend, du. Die Pflanzen sind scheiße. Mein Schatten ist auch scheiße. Junge, was nehmen wir denn da für fremde Handys die ganze Zeit auf? Den Fernseher mit. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Jetzt geht es los. Räum die Kasse leer. Hallo? Also ich möchte eigentlich nur noch nach Hause gerade. Passiert doch gleich was. Warum? Marika, was ist los? Warum? Hast du mir nicht geholfen? Das habe ich mich auch schon gefragt! Ich habe dich oft angerufen. Es ist zu spät. Warum ist es denn jetzt so spät? Ich komm doch! Ich räume die Kasse für dich leer! Let's go! Hallo? Alter! Was ist denn mit der? Okay. Genau, wir haben nur geschlafen auf der Karaoke. Bin ich eingeschlafen? Wie lange war ich weg? Ja. Mauke, es tut mir leid. Hallo, Mauke, was? Mauka, ich kann den Namen nicht aussprechen, das Foto. Der Trainer hat es bemerkt. Du musst sofort verschwinden. Er ist auf dem Weg zu dir. Foto, welches Foto? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Kann ich nicht weiter singen? Mir geht's nicht so gut. Ich muss auf die Toilette. Warum denn jetzt? Warum denn jetzt? Warum muss in so einer Situation auf Klo? Spielt sechs Enden, ja. Hättest du mal nur gesungen, ja, wirklich. K.O.-Tropfen, maybe. Hast dein Popo fotografiert? Ich weiß nicht, was ich für ein Foto habe. Ist es jetzt hier wieder hell? Geht's nicht zur Toilette? Ja, ich wollte ja nur abgeschlossen.
Toilette betreten. Da fällt mir ein, was für ein Foto meinte Maoka. Es fällt ihr jetzt ein O. Sie hat es mir geschickt. Was? Was ist das? Der Trainer? Könnte es sein? Ich muss Maoka anrufen. Ist sie irgendwie doof? Auf dem Pott, Alter. Auf dem Pott. Zweimal Klopapier, Alter. Hallo? Keine Verbindung. Also eigentlich Hände waschen, aber scheinbar möchte sie nicht. Was soll ich machen? Fragst du den Falschen? Jemand da? Tür ist blockiert. Das ist das Auto vom Trainer. Ich gehe wieder weiter singen. Damit habe ich hier nichts zu tun. Hallo? Ich gucke mir die Support-CDs an. Die sind schön. Hoffentlich war das nicht davon beeinflusst, das gute Ende zu bekommen, umso mehr Noten man bekommen hat. Die Katze. Überwachungskamera anschauen. Oh oh. Der Trainer ist hier. Ich rufe die Polizei. Das wird bestimmt gut funktionieren. Die Polizei meinte, sie brauchen 4 Minuten, bis sie hier sind. So lange muss ich mich verstecken. Drücke C, um zu schleichen. Wenn du schleichst, bist du weniger für den Gegner sichtbar und deine Schritte sind leiser. Junge, es ist so abfuck, ne? Ich würde gern wissen, was er sagt. Ja, wie oft ist richtig krank. Ich wurde gerade schon wieder gefollowerbottet. Nicht wundern. Hat, glaube ich, aber gerade aufgehört. Okay, kann ich jetzt hier einfach 3 Minuten unterm Tisch bleiben? Was sagt er wohl? Mein Herz bummert ganz laut. Das ist ganz schlecht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin hier nicht. Psst. 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 Was ist denn mit? Was ist denn mit dem Trainer? Bin ich jetzt safe oder bleibt er da jetzt 2 Minuten stehen? Was labert der da? Kann jemand Japanisch aus dem Chat? Zufällig?
Bitte gehen Sie einfach wieder. Ich habe heute lange trainiert. Ach, der liest nur an der Wand. Ah. Ich guck jetzt auch nicht weg, Leute, weil ich habe Angst, dass er mir dann Angst einjagt. Jo. Richtig nervig. Bitte gehen Sie durch diese Tür und ich lösche dieses komische Foto von Ihrem Gesicht auf meinem Handy, lösche ich es. Sie können mein Handy gerne haben. Gehen Sie einfach. Gehen Sie einfach. Junge, ich hoffe, wir überleben das hier. Keine Ahnung. Sag mir bitte nicht, ich muss gleich an ihm vorbeischleichen. Bitte nicht. Mein Herz bummert, ich ersticke hier gleich. Wir warten jetzt hier einfach. Ich glaube, der wird immer aggressiver. Der mag uns, glaube ich, gar nicht. Die Polizei kommt. Die Polizei kommt. Okay, ich glaube, ich hatte Glück, dass der da einfach 3 Minuten. Was? Als die Polizei eintraf, entspannte sich mein Körper und ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, lag ich in einem Krankenhausbett. Die Polizei fand heraus, dass der Trainer mehr als 10 Schülerinnen vergewaltigt hatte. Eine Freundin erzählte mir, dass er sofort gefasst wurde. Doch was meine Freundin betrifft, der Vorfall hat sie traumatisiert. Schon an Männern vorbeizugehen, verängstigt sie. Ihr scheint es zwar mit der Zeit immer besser zu gehen, doch eines ist sicher, die Angst bleibt. Ending 6 von 6. Wow. Okay, aber wie kann man die anderen Endings spielen? Oh. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt schon Ende ist. Also jetzt schon. Gronk! Hallo Gronk! Pandoria! Keine Ahnung, also. Hä? Und wie kann man die anderen Endings beeinflussen? Also ein Ending wahrscheinlich gefasst zu werden direkt. Aber irgendwie fand ich das jetzt so ein bisschen zu wenig Interaktion, ne? Man konnte halt die ganze Zeit. Nicht so viel machen, auch mit dem Typen da. Was war mit dem Typen? Das wurde irgendwie auch nicht erklärt. Ging wirklich schnell. Ich hätte jetzt auch gedacht, das würde noch ein bisschen länger dauern. Dass wir auch mehrmals zum Karaoke-Studio fahren. Aber ich glaube, ich habe einfach das schnellste Ending erreicht. Und ja, natürlich. Ist ja doch ein ekliger Typ. Wir wussten es von Anfang an. Es war schon sehr eklig. Aber wie gesagt, ich frage mich wirklich, wie ich da die anderen Endings beeinflussen hätte können. Was hätte ich da machen können? Hätte ich mich mal vor ihm catchen lassen können? Das wäre doch mal eine interessante Idee gewesen, oder? Trink mal was.
Auch, dass es am Ende leider nicht übersetzt worden ist, weil ich hätte wirklich super gerne gewusst, was er gesagt hätte. If you liked the game, please leave a review. Thank you for playing. Also, Chillers Art fokussiert sich momentan total viel auf Vergewaltigung, ne? Also, das ist mir beim diesem Café-Ding schon aufgefallen. Kamera unter der Bank, Uhr, Handschuhfach, was? Messer? Schlüssel im Spind. Fünf Sachen waren das. Fünf Sachen ist es wahrscheinlich, um dort weiterzumachen. Basiert wohl auf eine japanische Zeit im Zeitraum 90er, wo viele Japaner alleine der Karaoke-Bar gegangen sind. War zu der Zeit sehr in und in der Zeit wurden in Japan die meisten Menschen vergewaltigt und sind verschwunden, da die meisten Karaoke-Bars von Privatpersonen geführt wurden. Jeder Sache ein Ende. Ja, wahrscheinlich, Tim. Schillers Art hat auf Patreon und Reddit gesagt, dass er das Thema ansprechen möchte, wo jeder weiß, dass es sie gibt, aber man nie offen darüber redet. Deswegen möchte er es gerne in diesem Spiel zeigen. Finde ich gut eigentlich, dass man so darüber redet. Also, das wird ein Thema sein, was wahrscheinlich nie aufhören wird und nie kontrollierbar sein wird. Jetzt kann ich den Chat hier nicht mehr lesen, weil die Follower hier wieder hoch scrollen. Ja, wie viele Enden gibt es? Also insgesamt gibt es sechs Enden, Tim. Wir haben gerade das, also eins haben wir von sechs. Und wir haben gerade noch weitere fünf Hinweise bekommen, die anderen Enden wahrscheinlich freizuschalten. So denke ich mir das gerade. Jetzt ist nur die Frage, wie? Was kann ich denn auf Fortfahren machen? Sporthalle? Ach so. Okay, aber das ist geil, weil früher gab es ja dieses nicht, da musstest du nochmal alles neu spielen. Oh nee. Null. Okay. Wir können jetzt noch mal in der Sporthalle schauen, ob wir da irgendwie auf die Uhr interagieren können oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Einer hat übersetzt, was er gesagt hat auf YouTube. Okay. Kann ich da vielleicht gegenwerfen? Was? So spät ist es schon? Kann ich jetzt mit ihr reden und dann kommt der Trainer halt nicht? Es ist schon spät. Oh, stimmt. Ich habe die Zeit ganz aus den Augen verloren. Dann lass uns jetzt schnell sauber machen und dann zu Karaoke gehen. Ich bringe die Bälle weg und du wischst den Boden, okay? Hol einen Mob. Okay, ich weiß nicht, ob es hier irgendwie auf Zeit geht oder so. Warte mal. 50 haben wir. Jetzt haben wir ja schon mal was anderes gemacht als vorher. Wo kann man denn hier einen scheiß Mob herholen? Ja, einmal komplett rum. Die Supporterlies! Tschüss! Tschüss. Warum liegt das hier so komisch, ey? Das Bett, ey. Kriege ich eklige Vibes.
Where are you hiding? I know you are here. It's not... it's no use hiding. I won't do anything. Be a good girl and come on out. Is it here? Where? Wenn das Licht ausgeht, sagt er das. I wonder if you can run away even with this. Scheiße, sie hat die Cops gerufen. Wo ist sie hingelaufen? Scheiße. Okay. Aber wir haben jetzt den Mob. Wo ist Mauka schon? Okay, komm, wischen, 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 wischen. Wischen, 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 wischen. Ich weiß ja nicht, wer... Was ist das weiße Zeug da auf dem Boden? Okay, wischen, 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 wischen. Das war hier vorher aber nicht. Wischen, 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 wischen. Das ist einfach Vanillepudding. Kein Problem. Kein Problem. Vanillepudding. Ist hier jemand langgefahren? Zack, 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 zack. Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht erwischt, der Trainer. Deswegen versuche ich mich hier gerade ein bisschen zu beeilen. Ist hier sonst noch irgendwo Vanillepudding? Uiuiuiui, ui, ui, ui. Was ist denn hier verteilt worden? Mir. Mich wie bei meiner Arbeit. Mir. Oh, das hat gereicht scheinbar. Den anderen Vanillepudding lassen wir da. Fertig? Danke fürs Sauber machen. Lass uns umziehen und zum Karaoke gehen. Ja, endlich mit unserer Freundin mal. Jetzt machen wir wenigstens nichts alleine hier, okay? Wir haben hier eventuell noch irgendwo einen Spinn. Darf ich da mal reingucken? Okay. Schuhe ausziehen. Ich weiß nicht, wo das Messer war. Keine Ahnung. Aber hier war irgendwo, glaube ich, nur der Spinn mit dem Schlüssel. Soweit ich weiß. Und den haben wir jetzt nicht, weil sie wahrscheinlich jetzt hier ist. So denke ich mir das gerade. Wir müssen das jedes Mal anders machen. So. Bereit? Ja. Lass uns zum Karaoke gehen. Jo. Gut, die haben wir uns ja schon angeschaut. Schuhe nehmen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Boah, ist heute ja ganz schlimm. Ich kann den Chat so gar nicht richtig lesen, ey. Wo ist denn unsere Freundin jetzt? Freundin? Ich sitze schon beim Fahrrad. Alles klar, gehen wir zu unserer Freundin. Und da war irgendwo eine Bank und da war eine Kamera oder irgendwie sowas. Habt ihr das genau erkannt, was das war? Haben wir eine Bank irgendwo gesehen? Ich glaube nicht auf dem Schulgelände zumindest. So, die ist schon hier. Oh, ich habe meinen Fahrradschlüssel nicht. Ich muss sie in meinem Schließfach vergessen haben. Fahr du schon mal vor. Okay, jetzt muss ich das halt genauso wieder spielen wie gerade. Und bei dem nächsten Versuch habe ich ihren Fahrradschlüssel wahrscheinlich mitgenommen. Ich muss jetzt austesten. So, zack, hallo, was geht ab? So. Ja, dann gehen wir mal eben da schnell nach hinten rennen. Es ist ganz schön spät. Zack. Sagen wir der Ollen Bescheid. Es ist schon stimmt. Okay, ich wische den Boden wieder. Ich hier irgendwie einen Spind noch aufgemacht hätte können. Keine Ahnung. Vorher war das hier nicht so vermüllt. Mann, 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 Mann.
Komisch. Okay, also wir gehen jetzt erstmal mit der raus und dann gucken wir mal, ob da jetzt dann wieder bei der Sitzbank was ist. Fertig, danke fürs Saubermachen, alles klar. Okay, Chapter saved. Jetzt ist hier halt nichts. Es ist halt auch kein grüner Boden, Krüschen. Also an sich sind das schon die richtigen Dinger. Aber, ich check's ehrlich gesagt nicht. Können wir nicht ihren Schlüssel mitnehmen? Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Ich glaub's nicht. Da ist der. Okay, warte. Stimmt, hier ist grüner Boden. Das ist eine Videokamera. Aber wie kann ich mit der interagieren? Der Spanner. Ihh, wie ekelig. Aber ich kann nichts mit der machen. Ah. Aber ich kann leider nichts machen. Was ist das? Ein Spanner hat hier gefilmt? Wer würde so etwas nur tun? Trainer, was machst du so spät noch hier? Also ich wollte gerade nach Hause gehen. Ich habe das hier in der Mitte. Also ich wollte gerade nach Hause gehen. Gut, aber beeil dich. Ich sagte mir das ja nicht. Wir wissen ja, dass er der Täter ist. Ich hätte dich ja gefahren, aber ich habe noch zu tun. Komm gut nach Hause. Entschuldigung. Muss ich nicht mit meinem Fahrrad fahren? Was ist jetzt mit unserer Freundin? Wo ist die denn jetzt hin? Okay, aber ich gehe jetzt zur Polizei scheinbar. Ich weiß zwar nicht, wo Dings ist. Kann ich da jetzt nochmal rein? Nee, ne? Okay, wir haben jetzt wieder was verändert. Besser ist. Schulgelände verlassen. Mal gucken, was wir jetzt machen. Hey, was hast du da? Lass mich mal sehen. Was mach nur? Ich muss wegrennen. Die scheiß Polizeiwache. Oh, ich hab's geschafft. Was ist passiert? Ich übergab die Kamera dem Polizisten und sagte ihm alles, was geschehen war. Weil ich so aufgeregt war, habe ich meiner Freundin geschrieben. Lol, einfach ein anderes Ende jetzt. Der Polizist hörte aufmerksam zu und entschied sich, Nachforschungen anzustellen. Später erfuhr ich von dem Polizisten, dass kein Täter gefasst werden konnte, da nur meine Fingerabdrücke auf der Kamera zu finden waren. Hä, was ist mit dem Täter, der hinter mir gerannt ist? Also der Dings. Seitdem patrouilliert die Polizei verstärkt um die Schule. Es ist so viel passiert an diesem Tag. Meine Freundin hat mich ständig angerufen, aber ich konnte nicht rangehen. Der Schock saß zu tief. Seitdem war sie nicht mehr dieselbe. Sie? Warum sie? Und dann eines Tages. Und dann ein. Hä? Aber warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Habe ich was falsch gelesen? Meine Freundin hat mich ständig angerufen, aber ich konnte nicht rangehen. Der Schock saß zu tief. Ich meine, wir haben ja die Kamera gefunden. Warum hat sie sich dann das Leben genommen?
Ach so, okay. Also der hat trotzdem, ja. Ne? Alles klar. Es gab nicht mal einen Abschiedsbrief. Irgendwas muss passiert sein. Ich wünschte, ich hätte damals auf ihre Anrufe gehört. Ja, es ist trotzdem passiert, obwohl wir die Kamera gefunden haben. Noch immer werde ich die Schuldgefühle einfach nicht los. Ending 3 von 6. Okay. Hallo, was hast du da? Was hast du da im Mund? Hast du ein Stöckchen? Ja? Krass. Es ist halt trotzdem passiert. Es hat halt nichts gebracht. Wir müssen irgendwie in das Auto einsteigen und irgendwie dieses Messer bekommen. Das ist das Schließfach von ihr. Da können wir vielleicht den Schlüssel gleich holen. Das können wir nochmal eben ausprobieren. Das war's. Okay. Da. Ja, natürlich. Zuck. So, die Uhr ist ganz schön spät, du. Und hier schaue ich doch mal vorher rein. Nein. Die Uhr ist ganz schön spät. Da. Wir müssen nach Hause. Zack. Ich hole den Mob. Hä, aber ich frage mich gerade, ich verstehe es gerade nicht. Ich habe ja den Schlüssel gehabt. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Zack. Sie vergisst diesen Scheißschlüssel auch in jeder Dimension, ne? Die ist einfach lost. So lost kann man ja gar nicht sein. Geht jemand schon wieder seinen Vanillepudding verloren? Das ist der Schlüssel wahrscheinlich von ihrem Fahrrad. Brüchen. Die sagt doch immer, ich muss noch mal rein, ich habe meinen Fahrradschlüssel vergessen. Fahr du schon mal vor. Und das ist dieser Schlüssel, den sie da einfach offensichtlich liegen gelassen hat. Die ist einfach dumm. Die ist einfach doof. Einfach los, die Alte. Die ist richtig doof. Kann so doof sein. Ja, da stand auch Fahrradschlüssel drauf. So, zack. Und zack. Ach, mein Füßchen schläft gerade ein. So, gehe zu deinem Fahrrad, das machen wir doch. An dem Auto von dem kann ich noch immer nichts machen. Vielleicht müssen wir auch irgendwas Interessantes finden. Aber eigentlich habe ich mich gründlich umgeschaut. Mal schauen. So, wir dürfen jetzt nicht das Fahrrad anklicken, wir müssen die Olle anklicken. Oh, ich habe meinen Fahrradschlüssel nicht. Du musst ihn im Schließfach vergessen haben. Fahr du schon mal vor. Du hast deinen Schlüssel im Schließfach vergessen. Danke. Dann lass uns los. Alles klaro. Ach so, das war schon das Ende. Wir haben den Stress der Schule und die Club-Aktivitäten vergessen. Und uns einfach beim Karaoke die Seele aus dem Leib gesungen. Wir hatten eine schöne Zeit. Vor 22 Uhr waren wir zu Hause. Ich hatte viel Spaß damals. Ending 2 von 6. Das ist doch, glaube ich, das perfekte Ende, glaube ich, gewesen. Aber wir müssen diesen komischen Typen irgendwie catchen. Ach, guck mal. Es geht doch irgendwie. Ist so schön. Stimmt, er kann mich nicht nach Hause fahren. Ich glaube, ich muss da was anderes sagen mit der Kamera kuschen, oder? Du hast recht. Das probieren wir jetzt aus.
Okay, Kamera. Zeigt jetzt nochmal alle. Wo kriegen wir denn dieses scheiß Messer her? Ich will dieses Messer her haben. Vielleicht finden wir das doch irgendwo, Leute. Okay, wartet mal. Machen wir das denn am besten? Umkleide. Zack. Das Problem ist wahrscheinlich, jetzt bringt das nichts, weil der Trainer jetzt bei ihr ist. Und das heißt, der wird uns wahrscheinlich jetzt hier nicht erwischen. Das heißt, ich muss das wieder mit der Uhr machen. Stelle ich mir jetzt hier ganz gut vor. So. Jupp, die Kamera ist gar nicht da. Alles klar, dann muss ich das nochmal machen. Sporthalle. Ach, ich wische heute den ganzen Tag, kein Problem, du. Kann ich hier vielleicht in irgendeinen anderen Raum rein? Aber ich meine, das haben wir letztens schon alles ausprobiert. Vielleicht doch irgendwo auf dem Schulgelände vorher sich irgendwo so ein Messer snacken. Keine Ahnung. Mahlzeit, Nanook. Du machst die ganze alles sauber, ja. Ich merke das schon. Ich mach das sehr gerne. Zack, 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 zack. Vanillepudding, Vanillepudding. Ich hab so Lust auf Vanillepudding jetzt. Ganz, ganz gefährlich. Was machen die denn auch hier für eine Schlittenfahrt immer hier durch die Scheißhalle? Was ist denn mit denen? Mann, 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 Mann. So, dann haben wir das hier auch schon wieder. Ja. Wir ziehen uns hier um. Auch die schöne Kamera wieder da am Start, das ist sehr gut. Okay. Und jetzt? Ich wollte gerade nach Hause gehen. Ich habe hier diese Mädchenkleider gefunden. Was ist das? Der kleine Schlingel. Ja, aber ich wollte den anderen, den großen haben. Haben wir nicht mehr. Mach du? Ja, ich mach Ich den weiß nicht, wie selber. das geht. Mach das. Du hast doch gar keinen Topf. Ich weiß nicht, was das geht. Alter, du musst 150 Liter kochen im Aber warum steht da Wasserkocher. vorne Milliliter? Weiß ich nicht. Aber 150 Liter ist super. Jetzt geh in sein Auto. Aber hier steht 150 Milliliter kochendes Wasser. Hier steht ja nur 300 Milliliter Inhalt. Ja, plus das Pulver und 150 Milliliter. Geh in sein Auto. Ja, mach ich ja. Was ist das? Gib sie mir, ich werde die Schule informieren. Nur du weißt hiervon. Oder? Denke schon. Erzähl niemand davon, es soll keine Panik verbreiten. Es ist spät. Ich fahre dich nach Hause. Mocha ist auch hier, haben Sie sie gesehen? Mocha? Herr Sasaki sollte noch da sein. Ich werde ihn fragen, ob er Mocha nach Hause bringen kann. Steig schon mal in meinen Truck. Dein Fahrrad kannst du hinten auf meinen Truck verstauen. Hier sind meine Autoschlüssel. Okay. Let's go! Ich will da schon mal einsteigen, ne? Kann ich mir nicht irgendwo ein Messer besorgen, Alter? Ich will den Fett, das Ding in seinen Schenkel reinspielen. Mir ein Messer natürlich. Aber ich habe ja hier vorher eigentlich geguckt gehabt, ne? Ich weiß nicht, wo wir dieses Messer herbekommen sollen. Ja, ich weiß. Ich muss erstmal das Ding holen. Das Fahrrad. Oh.
Cool, schon gut, dass du darauf gekommen bist. Ich wäre nicht darauf gekommen. Brumm, 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 brumm. Ich mit dem nach Hause fahren würde, ey. Der ist so sass. Mappe anschauen. Oh, ja, natürlich hat er das in seinem Auto liegen. Hm. Was ist das? Oh mein Gott. Das sind alles Mädchen aus unserer Schule. Damit muss ich zur Polizei gehen. Jetzt habe ich wenigstens Beweise. Oh Gott. Okay. Was ist, wenn ich nicht in seine Handschuhfach geguckt hätte? Tschüss! Die Mappe sind wenigstens Beweise anstatt die Scheißkamera. Bitte, bitte, bitte nicht. Ich war so ein bisschen zu spät. Ach, perfekt. Zum Glück ist die Polizeistation direkt hier nebenan. Gott sei Dank, du! Völlig außer Atem versuchte ich, die Lage zu schildern. Beruhigen Sie sich erstmal, sagte ein Polizist. Daran erinnere ich mich noch lebhaft. Ich zeigte ihnen die Bilder und erzählte alles, was ich über die Kamera und den Trainer wusste. Kurz darauf wurde der Trainer gefasst. Alle, auch ich, waren überrascht, dass der Trainer so ein Mensch war. Die Schule stellte daraufhin einen Beratungslehrer ein. Dieser sollte den Opfer des Trainers helfen. Ich bin stolz auf mich. Darauf, dass ich direkt reagiert hatte. Ich hoffe darauf, dass sowas nicht noch einmal passieren wird. Ending 5 von 6. Aber wir haben trotzdem ein Ending jetzt noch nicht gemacht. Wie kriegen wir dieses Kackmesser-Ei? Tschüss! Verpissen Sie sich! Sie Asshole! I save your ass. Okay. Gott sei Dank. Ja. Ende 5 von 6. Jetzt fehlt trotzdem noch ein Ende. Wo kriegen wir dieses scheiß Küchenmesser her? Hat jemand eine Idee, Leute? Okay. Sporthalle. Ich mach trotzdem von Anfang an. Weil sonst funktioniert das ja auch alles nicht. Es ist eigentlich alles, hier so der Grundbaustein in dem Sinne. Ich mache jetzt noch was anderes. Ich wische den Boden. Ich bin hier einfach der Putzmeister, Alter. Vor allem ist hier vorher kein Vanillepudding. Man muss ja immer danach. Okay, putzen, 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 putzen. Ich putze gerne. Das ist wie bei Aldi, wenn die Kunden irgendwie Wein aus dem Regal fliegen lassen haben. Machen die auch sehr gerne. Da komme ich mit meinem Mob. Miu. Na, leider geht das nicht so gut weg mit dem Wein, aber ja. Kannst du wahrscheinlich mit 5 Mobs kommen. Mobs. Mobs. Mit 5 Möpsen kannst du da ankommen. Okay. Keine Rennstimme, Entschuldigung. Miu. Gerd, gereicht. So. Das ist die Frage hier. Fertig. Okay, ich habe gedacht, ich kann hier vielleicht irgendwie raus, aber doch nicht. Okay. Chapter saved. Chapter saved. Alles klar. Der Deodorant. Gute Tücher. Umziehen natürlich. Schuhe ausziehen, die Stinkeschuhe. Und die Tasche mitnehmen. Was hat Nano denn hier gemacht?
Weiß ich nicht. Nanuschka! Wir haben kein Silber mehr. So. Die Grütze. Du störst. Ja, sorry. So kann ich das nicht auf YouTube hochladen. Warum tust du denn das auch hier geben? Lecker, Nanook. Er hat eine kleine Snackparty angestellt. Nee? Was machst du da zu essen? Gekandelt. Und Lu? Was? Und Lu? Ich doch nicht. Dein eigener Herr. Da unten auf dem Boden ist ein Teller für dich. Ja. Komm, ey. So, was machst du so spät noch hier? Das habe ich in deinem Mädchenumkleide gefunden. Okay, aber kann ich denn jetzt einfach so mit dem wegfahren? Denkst du, das funktioniert so einfach, Kuschen? Denkst du, man kann einfach auf den warten? Gibt's noch eine Auswahl an Antworten, wenn ihr länger in der Turnhalle chillt? Nee. Glaube nicht. Denkst du, ich muss jetzt hier die ganze Zeit warten? Denkst du, der kommt auch irgendwann? Vielleicht kommt der ja auch nicht. Sorry. Hab dich warten lassen. Sollen wir los? Boah, da krieg ich selber von mir Kribbeln, wie ich das vorlese, ey. Ich kann immer noch nicht darüber reden, was an diesem Tag geschehen ist. Seitdem es passiert ist, fürchte ich mich vor Männern. Ich war noch nie in einer Beziehung. Meine Androphobie macht mir oft das Leben schwer. Dadurch habe ich es nicht leicht. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass möglichst wenige so etwas durchmachen müssen. Ending 4 von 6. Jetzt fehlt trotzdem das Ending 1. Dann haben wir es. Was können wir noch verändern? Was können wir noch verändern? Wenn wir wegrennen, uns catchen lassen, wahrscheinlich verändert das nichts, oder? Das mit dem Messer ist noch... Ja, das Messer ist wirklich eine große Frage. Das sind alles Sachen, die wir ja gesehen haben. Wir finden dieses blöde Messer einfach nicht. Neues Spiel. Nein, fortfahren. Karaoke. Was ist denn Pausenraum? Ah, okay. Wollte ich auch mal eben kurz ausprobieren. Fortfahren. Karaoke. Okay, also hier kann man doch bestimmt noch ein bisschen was machen, oder? Eigentlich habe ich mir doch hier alles angeschaut. Vor allem mit diesen komischen Typen. Also. Ja. Hier ist der Hausmeisterschrank. Er ist abgeschlossen. Wir brauchen irgendwie einen Schlüssel. Wahrscheinlich, wenn der kommt, der Typ,
Brauchen wir den Schlüssel irgendwo her? Vielleicht ist der dann auch aufgeschlossen, kann ja auch sein. Und dann können wir uns da das Messer holen. So. Kommt der jetzt in meine Richtung? Ja, der kommt erst in meine Richtung. Okay, ich brauche doch irgendwo einen Schlüssel. Vielleicht finde ich den Schlüssel hier irgendwo. Das ist schlecht. Vielleicht muss ich den Schlüssel irgendwo in einem Raum finden. Vielleicht liegt der da irgendwo. Oh. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht, Leute. Ich stelle mir vor, der Schlüssel ist vielleicht an der Theke. Kann doch sein, oder? Kann es sein, dass der Schlüssel vielleicht an der Theke irgendwo liegt? Zu gierig. Du siehst mich nicht. Ich liege hier nur ganz offensichtlich unter einem Tisch. Jo, alles klar. Wird schwer, aber wir schaffen es irgendwie. Ich weiß nicht, wo er ist. Kann ihn gerade schlecht orten. Okay, ist ganz nah jetzt. Kommt wahrscheinlich gleich kurz rein. Ja, glaube ich auch, Krüschen. Nur die Frage ist, kann ich... Okay, das war es nicht. Jetzt auf euch. Mach alles das, was ihr sagt. Nicht gleich verstecken. Okay. Das Problem ist, wenn er mich sieht, dann sieht er mich, ne? Ich komme da nicht mehr weg. Was soll ich denn stattdessen machen, wenn ich den Schlüssel habe? Was soll ich machen? Schlüssel nehmen und sneaky und nicht auf Glas. Ja, das mache ich ja. Aber er ist ja schon da hinten, wenn ich den Schlüssel habe. Dann kann ich da auch nicht zum Hausmeisterraum gehen. Ne, jetzt ist er hinten beim Mitarbeiterraum, oder was? Ja, sicher ist er jetzt beim Mitarbeiterraum. Ich bin Hundesohn, ey. Wenn ich mich von hinten anschleichen könnte. Wenn ich mich von hinten anschleichen könnte. Junge, jetzt muss ich mich noch anschleichen! Nein! Ich bin die Gezickfixe! Ore wa nani mo shinai kara dete koi yo. Ii ko da kara sa.
Wie konnte denn irgendwie... Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was für eine Drama-Queen er ist, Alter. Atö! Dein Kopf, Alter! Als die Polizei eintraf, brachten sie den Trainer ins Krankenhaus, jedoch überlebte er nicht. Da ich aus Notwehr handelte, wurde ich nicht angeklagt. Die Schuld, ein Leben genommen zu haben und die Erleichterung, dass es keine weiteren Opfer mehr geben wird, das überwältigt mich. Meine Emotionen kochen in mir hoch. Ich hatte damals keine andere Wahl. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Wie ein schrecklicher Albtraum verfolgt mich diese Erinnerung. Werde ich je frei von der Last sein, die der Trainer mir aufbürdete? Ending 1 von 6. Alles klar, Leute. Und das war's mit The Karaoke. Alle 6 Enden haben wir gespielt, Junge. Super anstrengend, aber wir haben es Gott sei Dank geschafft. Wir sitzen in unserem eigenen Auto und haben jetzt einen Autounfall. Vielleicht fahren wir auch zum Karaoke-Abend. Kein Problem. Hä? Was? Wer ist gestorben? Wie? Was war das jetzt gerade? Hatte der rote Fingernägel im Abspann jetzt gerade so, wo er gelaufen ist? Das sah irgendwie weird aus. Und sein Geist jagt dich, ja. Hoffentlich! Ach, keine Ahnung. Ja, Leute, jetzt haben wir doch alle 6 Enden zusammen, gematscht. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneiden werde, weil teilweise hier ein paar Störungsfriede in meinem Zimmer reingekommen sind. Nein, alles gut. Ja. Ich bin tatsächlich geteilter Meinung von dem Spiel. Es hatte natürlich sehr, sehr positive Bewertungen auf Steam. Aber ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht jetzt herausragend. Ich fand die anderen Teile ehrlich gesagt besser. Ich weiß gar nicht wieso. An sich war es jetzt nicht schlecht. Es gab verschiedene Enden, aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich fand die anderen kleinen Minispiele besser, wo man Tag für Tag sich vorgearbeitet hat. Aber diesmal war es auf jeden Fall gut, dass man so, wie heißt es, so Save Points hat, dass man an diesem Level dann starten konnte. Das war wirklich sehr, sehr entspannt, anstatt man immer und immer und immer wieder von vorne anfangen musste. War schon ganz in Ordnung so und ja, wir hätten glaube ich noch alle Errungenschaften, wenn wir dieses Karaoke-Spiel zu 100% schaffen würden. Ich weiß aber nicht, ob ich das hinkriege. Ansonsten war es das mit The Karaoke. Ein weiteres Schillers Art Game Spiel. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Schiller Arts Game.